Das Ärztehaus 2 in Candiz hat Zuwachs bekommen. Die 18. Hörhausfiliale hat hier vor etwa 2 Monaten eröffnet. Jetzt hat eine chinesische Delegation den Regensburger Vorzeigebetrieb besucht. Durch die lange Zusammenarbeit mit vielen Herstellern sind wir auch dafür bekannt, immer innovativ und am Puls der Zeit zu sein. Und die Asiaten interessiert es natürlich auch, wie wir arbeiten und was wir so tun. Im Moment haben wir unseren jährlichen Fachkongress, der ist in Nürnberg, von Mittwoch bis Freitag. Und da hat sich jetzt einfach auch angeboten, dass die Chinesen, diese Delegation, uns besuchen und uns ein bisschen über die Schultern schauen. Und dabei konnten sie unter anderem eine sogenannte Perzentilenanalyse beobachten. Das ist ein spezielles Anpassungsverfahren eines Hörgeräts, das noch exakter auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Nur ein Beispiel dafür, wie sich die Hörakustik in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und einmal auf der rechten Seite über den Kopfhörer. Ich glaube auch, wenn man vom Thema Hörgerät spricht, hat man immer noch so dieses typisch alte, beige, große Hörsystem im Kopf, was es längst nicht mehr ist. Und die heutigen Hörsysteme sind so klein, dass man sie eigentlich nicht mehr sieht. Die höchste technische Features haben, die mit einem Smartphone gekoppelt werden können. Sie können Musik direkt drüber laufen lassen, also als Streaming-Variante. Sie können es als Freisprecheinrichtung verwenden. Sie können mit Ihrem Smartphone lauter, leiser machen, Programme wechseln. Es wird mittlerweile daran gearbeitet, dass sogar ein Übersetzer damit reinkommen soll. Das heißt, in Kombination mit dem Smartphone ist das alles machbar. Drahtlose Anbindungen zum Fernseher oder zu weiteren Anlagen wie Radio oder Telefon ist möglich. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Und zu solch moderner Technik passt eben auch eine moderne Filiale, wie die im Ärztehaus 2 in Candiz. Und obwohl das Hörhaus-Filialnetz inzwischen auf 18 angewachsen ist, zeichnet sich das Hörhaus durch eine ganz besondere Atmosphäre aus. Viele unserer Mitarbeiter sind seit 10, 15, 20, 25 Jahren bei uns. Es ist also eine sehr familiäre Atmosphäre. Wir haben sehr interessante Regelungen, sei es, wenn jemand in Mutterschutz geht oder in Elternzeit und danach wieder einsteigen möchte, gibt es also sehr flexible Modelle bei uns. Und wir sind also seitens der Mitarbeiter sehr flexibel und auch in Zeiten Kundenbetreuung geben wir wirklich eine ganze Menge. Und das gilt natürlich für alle Hörhausfilialen.